Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Ihr habt so fast nicht erkannt, sie hat ein neues Mikrofon. Klingt das Ja. Awesome. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Jo. Und auch viele Grüße an alle von mir hier vom Erik. Dem Host dieser Sendung. <lacht> hallo, Erik, <laughs> um, du Host. Hallo, hallo, hallo. Ja. <laughs> um, ich habe diesmal nicht so viele Filme mitgebracht, aber der Chris ist hier voll, im, voll am Start. Er hat, hat sich nämlich die Sneak gegeben der vergangenen Woche. Ich habe ja schon ein bisschen was gelesen in unserer WhatsApp-Gruppe <laughs> und so, äh, um was es da geht. Äh, bin sehr gespannt, wie ihr das zusammenfasst. Ähm, Spoiler-Alarm gab es da. Aber das ist jetzt kein Grund auszuschalten. Wir haben keinen Spoiler-Alarm, sondern der Film hieß so. Ja. Mit, ich glaube, dem einen von Big Bang Theory, oder? Wenn ich es richtig gesehen ja, habe. Ja, genau. Bin ich gespannt. Ähm, dann hat er noch Ghosted gesehen. Auch mal gucken, was, er, was das ist. Kenne ich gerade gar nicht. Ich habe mal einen alten, älteren Film noch mal geschaut. Den hatte ich schon mal geschaut gehabt vor längerer Zeit. Ähm, auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt. Und den wollte ich mal wieder aufgreifen. Hm, Serien habe ich ein bisschen geguckt. Da konnte ich mir ein bisschen was aufs iPad laden, während... Während des Fluges und so äh, habe ich True Lies angefangen auf Disney Plus die Serie. Kate hat mitgebracht. Fleischman ist in Trouble und ich habe Star Trek Picard die dritte Staffel jetzt mal geschaut. Ich ja, ich weiß, bin ein bisschen late to the party, aber ich möchte trotzdem ein paar Worte wenigstens sagen. <laughs> äh, wir losen dann. Wir haben noch nicht über das Ende von Mandalorianer gesprochen übrigens. Können wir auch machen. Steht aber nicht drin in der Liste. Ja, ich wollte es nicht noch mal vorgelesen. Kurz <laughs> Dann losen wir auch noch die GewinnerInnen äh, von den zwei Blu-Rays von dem High-Komödie, High, High High-Film, High-Horror-Film, keine Ahnung, äh, Year of the Shark aus. Da hab ich hier liegen die zwei. Denn da hat man ja, glaube ich, habe ich das so getimed, dass man da heute, dass gestern die Deadline war für die. Äh, ich gucke nochmal rein in den Beitrag, nicht, dass ich es verwechselt hab, <laughs> und zwar nächste Woche. Ähm, okay, fangen wir mal an. Chris, erzähl mal was zu Spoiler-Alarm! Spoiler Alarm, ein, ein neuer Film mit äh, Jim Parsons, den wir kennen als äh, Dr. Dr. Shelton Cooper aus Big Bang Theory. Äh, ben Aldridge spielt noch mit, Sally Field spielt ebenfalls mit. Und äh, ist ein Film, der, der wahrscheinlich nachher mit auf der Liste steht für den äh, Neustarts der Woche. Deswegen kam, ist es richtig, richtig aktuell. Und es geht in der Hauptsache um Michael. Und um Kit, also Michael ist Jim Parsons und Kit ist Ben Auto. Ach Achso, nee, gut. Nee, nicht das Auto. Na, <laughs> Fast, fast, fast nah dran. Und, und die führen eigentlich eine relativ ja, harmonische Beziehung, eine sehr, sehr schöne Beziehung. Und es wird halt, es, es fängt damit an, dass, der Film fängt damit an, dass die beiden im äh, Bett liegen und man ziemlich schnell erkennt, Okay, das ist kein normales Bett, das ist ein Krankenbett. Der eine sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Und es wird quasi dann die Geschichte erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie sie zusammengekommen sind, dass sie eigentlich beides mehr so die ja, Beziehungskrüppel oder sowas eigentlich sind und wie sie dann trotzdem füreinander sich entdecken, die Macken des anderen auch zu schätzen wissen und, und, sich einfach auch sehr gut ergänzen und das wird erzählt, die Geschichte und es kommt dann zu dem Punkt, als bei Kit eine schwere Erkrankung festgestellt wird. Er hat einen etwas größeren Tumor, der dann auch schon relativ anfängt zu strahlen oder relativ schnell anfängt auch zu strahlen und äh, das Ganze verläuft dann halt nicht so wirklich wie geplant und das ist eigentlich so der Plot. Es, ist, es klingt jetzt eher so. Und ja, was, was soll ich sagen? Der Film fängt wirklich relativ harmonisch dann an. Also der erste, erste, erste Teil des Films ist ja eine schöne, leichte Komödie mit witzigen Situationen, mit, mit coolen Geschichten, wo die Charaktere auch schön aufgebaut und schön gezeichnet werden, aber halt nicht irgendwie auf das berufliche. Bezogen, sondern tatsächlich der Mensch da im Vordergrund steht mit seinen Macken und mit seinen Eigenheiten. Und der zweite Teil zeigt dann eben, dass zum einen nicht immer alles Gold ist, was glänzt, dass es tatsächlich ähm, auch, auch Risse in dieser Beziehung gibt. Äh, man dann aber auch wirklich sich, wenn es solche Diagnosen auch gibt, man es auch schaffen kann, sich wieder auf die eigentlichen wichtigen Dinge im Leben zu besinnen und sich dann auch wieder zusammenzuraufen. Das heißt, dass äh, Michael und Kit eigentlich zu dem Zeitpunkt, als es so richtig losgeht oder als dann die Diagnose kommt, da eigentlich gerade mehr so, ja, so, so halb-dreiviertels getrennt sind schon. Äh, Kit ist auch da auch aus, schon ausgezogen aus der gemeinsamen Wohnung, weil sie sich eine Pause verordnet haben. Und was halt dann folgt, ist dieses wirklich herzerwärmende Drum kümmern von Michael. Und alles. Es ist, ich, ich sag's mal so, in, in, in der in der Sneak, es war am ersten Teil. Der erste Teil war so, okay, interessant, was hier passiert. Dann war es relativ lustig, wo man auch einfach, weil es, weil es sehr, sehr skurril war, einfach auch lachen musste. Und gegen Ende des Films war es so ruhig im Saal wie selten. Weil der Film oh, okay. wirklich gut Stimmungen eingefangen hat und das auch. Wunderschön hat darstellen können. Und das ist was, das muss man auch mal schaffen, dass man den Kinosaal dann wirklich ruhig bringt. Also, er war jetzt nicht so ruhig wie seinerzeit, als äh, Disney's oben lief, äh, wo alle dran saßen mit Yay, ein Disney-Film, oh, der ist cool, yay, oh shit. Und nach zehn Minuten einfach <laughs> komplett hm. das Saal einfach, also es so ruhig war, wie, wie ich es noch nie erlebt habe. Und der war voll, der Kinosaal damals. Und das spricht eigentlich für den Film, wenn er es schafft, in, in kurzer Zeit, dass man die Charaktere schon irgendwie mag, dass man in der Welt drin ist, in, in der ganzen, die, die sich da schon so aufgebaut hat, die er auch ist, und da einfach auch das miterleben kann. Das spricht für den Film und in dem Fall war das auch ganz ordentlich gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ein, ein gute Laune-Film ist. Er macht allerdings Mut, weil er ist jetzt nicht irgendwie dieses, dieses, oh Gott, alles ist scheiße im Leben, sondern er ist dann doch durchaus ein lebensbejahender Film. Und das ist eigentlich relativ schön. Es ist auch mal schön, wieder Jim Parsons zu sehen, auch mal wieder im, im, auf der Leinwand zu sehen. Im, im, letzten, im letzten Film, wo ich mich daran erinnern kann, mit Jim Parsons im, auf der Leinwand oder im Kino war der Muppets-Film. Ich weiß nicht, ob es seitdem irgendwie was anderes <laughs> noch von ihm kam. Allerdings muss ich auch sagen, er ist echt alt geworden. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Also der Zahn der Zeit nagt auch an ihm ein wenig. Trotzdem ist es dahingehend schön gewesen, weil sie manche Sachen reingeschrieben haben, die einfach auch ein Stück weit an Sheldon erinnert haben. Also es ist nicht so dieses komplett, das hat man ja manchmal, dass so Seriendarsteller, die über Jahre eine Rolle gespielt haben, da komplett festgefahren sind und man dann irgendwie was komplett krasses spielen muss, also so Sowas wie, oh, ich war jahrelang hier der Blödel in, in einer Serie oder der ein bisschen dumpfbackige, und jetzt muss ich einen kompletten Serienkiller und kompletten Psycho spielen oder was weiß ich was. Sondern er hat sich diesen Charme und diese manchmal liebevolle Naivität da ein bisschen mit reingerettet. Und das fand ich sehr schön. Insgesamt, also ein Film, basierend ja auf, auf, einem, äh, auf, einem, auf einem Buch, auf, auf den Memoiren von Michael. Aus Yellows uh, Spoiler Alert, The Hero Dies. So heißt also der, das Buch, auf dem das basiert. Und ganz am Ende des Films gibt es dann auch noch zwei, drei Originalaufnahmen von den tatsächlichen Menschen und von den tatsächlichen Personen, die da wirklich auch gelebt haben. Ja. Ah. Und das, das rundet tatsächlich noch ein bisschen ab. Also es ist jetzt, ja, einfach, einfach cool gemacht, einfach schön gemacht. Ein cooler Film mit zwei stunden relativ lang aber das vergeht auch relativ schnell tatsächlich es fällt jetzt nicht unbedingt auf und empfehlen kann ich ihn auf jeden fall ich bin am ende allerdings doch weil er halt ein bisschen ja schwermütig ist ich habe es gerade noch mal verbessert also ich gebe ihm 6,5 von 10 es ist hinten raus dann doch harte kost von montagabend gewesen sagen wir es mal so aber ich kann mir empfehlen, wie so, häufig. Also, <laughs> wie so ja. häufig. Wie wie oft, ja. Aber hm. trotz allem, schön, ihn gesehen zu haben und schön, die oh. Geschichte zu erfahren. Ich weiß du hast am Anfang geschrieben, dass äh, Leute raus sind. Ne? Ja, das ist wie immer, wenn sich zwei Männer küssen im Kino oder auf der Leinwand, gehen Menschen raus. Also nicht nur im Saal küssen. <laughs> ja. Äh, also, wenn man das ja. tatsächlich immer noch nicht in 2023 gebacken kriegt, dann ja Muss man natürlich die Welt hinterfragen, weil die ist schlicht, schlecht und böse und alle anderen sind schuld. Oder man hinterfragt einfach mal sich, was allerdings auch nicht passieren wird, weil in den allermeisten Fällen sind die so in sich und in ihrer Welt gefangen, äh, da kann man nicht mehr arg viel machen. Tch. Und die haben genauso eine Daseinsberechtigung, weil ja. wäre ja langweilig, wenn alle gleich wären. Verstehen muss ich sie nicht, ist halt so, wie es ist. Außerdem es bleiben dann. Oder dann kehrt sich das wieder um. Es gibt ja wesentlich mehr Männer als Frauen, weißt du? Und dann können ja die heterosexuellen Männer, die haben dann wiederum mehr Frauen für sich, weißt du, wie es ist? Das ist doch gut. Ja, ja. Ähm, So, ähm, ja, du bist ja damit quasi an der unteren Kante von den Bewertungen, sehe ich hier gerade, mit sechs ja, Punkten. -hmm. Ähm, ja, nee, ist äh, Geschmackssache alles, ne? Also die meisten haben sieben Punkte gegeben, wenn ich es richtig sehe. Und da gibt es sogar neun Punkte-Wertungen hier in der in der Gruppe. Und falls ihr den Film auch irgendwo in der Sneak gesehen habt und ihr habt keine Möglichkeit, da irgendwie was zu sagen, zu voten, könnt ihr auch gerne Gloria Sneak äh, Stuttgart auf Facebook reingehen und da auch was da lassen, Kommentar oder ein Vote. Jawohl. Klingt ja ganz, ganz spannend. Ist vielleicht mal was fürs Heimkino dann zum Nachholen. Ja, das auf jeden Fall. Hm. Okay, wenn wir einmal in der, in der Gruppe drin sind. Kate, hast du den Sneak Tipp für morgen Parade? Ist da schon irgendwas eingegangen? Ich habe ihn sofort parat. Moment. Es kam jetzt überraschend. Ich bin wieder ne? mal schlecht vorbereitet. <laughs> ja, kommt immer so überraschend. Mhm. Ähm, der Tipp für morgen, den 1.5. ist, komm mir nicht quer. Nicht in die Quere. Komm mir nicht in die Quere. Ja, meine ich ja. Komm mir nicht in die Quere. Ist da ja, ja. schon was eingegangen? Äh, ja, der Martin hat getippt, Sisu. Das mhm. Sisu, S-I-S-U. Hm, das ist der, der Nazi-Film, ich glaube schon, ja. Das ist dieser... Ah, okay. Ja. ja cool. Stimmt. stimmt Und jetzt. damit war es klar, dass beim Erik... Ah, kommt. Der, der sah geil aus, der Trailer. Ja, ja. Das wäre cool. Das, das ist cool. dieser, dieser Finnland, glaube ich, der, der mhm. Finne, der gegen die Nazis dort aufgebärt und Ey, das ist ich. Egal, you had, you, had ja. me at, you had me at killing Nazis. <laughs> so, naja, klingt doch geil. Ich werde auch noch mal gucken, ich hatte noch keine Zeit. Ich werde auch noch einen Tipp reinhauen. Das seht ihr dann in der Klaus neek gruppe und Chris wird es dann bei der Moderation, denke ich mal, mit vorlesen. Apropos, ähm, es gibt morgen ja wieder ein Bildrätsel, ne? Erstes Sneak des Monats. Ähm, kann man wieder ein bisschen mehr Sachen gewinnen auch. Popcorn-Gutscheine hat der Chris immer parat. Und gibt's ein kleines Bildrätsel im Kino. Sind wir auch schon gespannt drauf, jo. So, im Kinobereich machen wir doch gleich weiter mit den äh, Charts und mit den Neustarts. Kino-Charts und Neustarts. So, bei den Charts. Das ist die Woche vom 20. bis 23. April steht hier in Deutschland. Da, warte mal, hier haben wir ein paar Neuzugänge. Neuzugang Platz 12 ist Empire of Light. Neuzugang Platz 9 ist so eine Konzertverfilmung von Coldplay, Music of the Theers Und Platz 8, die glücklichen Neuzugang. So, ansonsten geht's los mit. Ja, machen wir Platz 6 ist Cocaine Bear, Den hat mich in der Sneak. Den kann man echt empfehlen. <laughs> Wenn ich gerade hätte Geld wetten müssen, hätte ich gesagt: Naja, der Erik nimmt Platz 6 dazu. Ja. Auf Platz 5, runter von der 4 auf die 5, ist Suzume. Ja, achso, das war dieser Anime-Film, wo es da irgendwie Teil 1, Teil 2, Teil 3 ne, und so gab. Ne? Ähm, immer noch hält sich Wacker, den wir auch sehr empfehlen können, nämlich Wacker auf Platz 4, Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Echt ein Cooler Film angucken. Absolut, ja. Platz Nummer 3 von zwei auf die drei. Manta Manta 2. Teil. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Der noch weiter droppt relativ schnell jetzt, nachdem was da über Tilschweiger bekannt wurde. Was ist da bekannt geworden? Ich habe nichts mitgekriegt. Ähm, Alkohol am Set, Beleidigungen, Prügeleien und so. Gibt es also, einen größeren Spiegelartikel? Also, und Norad Schoner hat da auch schon drauf reagiert. Und. So. Ja, also ganz normaler Schauspieler eigentlich. Was ist da jetzt? Ähm, nee, <laughs> also, das, äh, <laughs> wie ist der eine der, der Australier, der der klettiert, oder? nee, hier, der hat auch Russell, Russell Crow. Crow, genau, der hat auch übelste. Naja egal. Ja, Mai, ähm, aber als Produzent. Ja. ja. Okay. Schwierig. Wir haben ja eh nicht gesehen den Film. Von daher nope. bin ich nicht in der Zielgruppe. Platz 2, John Wick Chapter 4. Und auf Platz 1, unangefochten, immer noch, wie dib, letzte dib, Woche auch, der <laughs> Super Mario Brothers Movie. Und da habe ich jetzt just speak, just speak, just eine, speak, also speak, ich, ja, ich wäre ja nicht müde, diesen Film zu empfehlen. Und ich habe jetzt, während ich unterwegs war letzte Woche, habe ich einige Nachrichten bekommen ähm, von Leuten, die den jetzt erst gesehen haben. Die haben gesagt, okay, jetzt habe ich ihn angeguckt, ey, der ist echt großartig und so, war da mit Kindern drin und so, die, die lieben den Film jetzt und... Die kennen sich mit dem Nintendo Fandom gar nicht so aus. Also, die, die haben dann gefragt, ja, was war denn das für eine Figur und das und das und so? Habe ich ein bisschen erklärt. <laughs> ja, auch Kate, übrigens hier, der, der Alex vom äh, Fortsetzung Volk, den du ja kennenlernen wirst, dann, der war auch, mhm. der war auch jetzt kürzlich drin. Ja. Oh. Ähm, okay, also, was kommt denn jetzt Neues im Kino? Ist da irgendwas dabei, was hier. Dieser ganzen, diesen ganzen Charts ein bisschen durcheinander wirbeln kann. Ich gucke bei äh, filmstarts.de, schauen wir mal rein. Da Spoiler, nein. Hm? Wie würde? Spoiler, nein. Am 4. Mai startet Chris für dich das Lehrerzimmer. Ja. Das Ganz Lehrerzimmer. Was gibt es da Interessantes zu erzählen im Lehrerzimmer? Huh? Was könnte, worum könnte Drama, es denn? meine junge Lehrerin, die versucht bei ihrem neuen Arbeitgeber eine Reihe von Diebstählen aufzuklären, dabei allerdings droht, einem Druck zu zerbrechen. Ich wollte jetzt ein bisschen Insights hören, aber wird nichts. weil du nicht. Du bist jetzt eigentlich mit Spoiler-Alarm What dran. happens äh. in the teacher room stays in the teacher room. <laughs> okay. Ähm, Spoiler-Alarm, den hat ja der Chris gerade ausführlich vorgestellt. Also scheint ein empfehlenswerter Film zu sein. Glaube ich aber nicht, dass der nennenswerte Chancen hat, weit nach oben zu kommen in den Charts. Da gab es ja auch letztens diesen Film mit dem äh, homosexuellen Pärchen. Ähm, da hat man auch gedacht, das wird wahrscheinlich in der Zielgruppe massiv einschlagen und weit nach oben kommen, kam aber nicht so richtig in Charts an. Hm. Naja. Was ja, schauen. das du es, ja. Äh, dann, was haben wir, Piaf? Ja, was Piaf ist, ein Drama, doch das eine ist ein so, okay. Body Pleasure-Film von Regisseurin Anne Oren über eine Geräuschemacherin, die sich während ihrer Imitation eines Pferdes so leidenschaftlich in die Arbeit vertieft, dass ihr ein Schweif aus dem Steißbein und in ihr ein unbekanntes sexuelles Verlangen wächst. Also das ist eigentlich oh mein. ein typischer, typischer Gott! <laughs> oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stelle mir das gerade vor, wie der in der Sneak kommt und der Erik einfach, ich gehe jetzt. Ja, da muss, da muss schon viel passieren. Du, ich habe auch Titan durchgehalten. Also. Ja, aber deswegen, ja. Ähm, Ach Du Gott, okay. Ja, aber das ist so ein typischer oh Sneak-Film. Ich meine, mit 86 Minuten äh, oh. Alter, das echt cool gewesen in der sneak -Til. Wobei ich, ich hätte es auch schön gefunden, wenn das, ähm, wenn, da, wenn das Plakat jetzt kein Pferd oder, oder irgendwie so ein Mensch wäre, sondern ein kleines Äffchen äh, mit ganz vielen Zahlen drumherum. Beginnt mit 3,141. Ach so. Wegen dem Pi-Affe. Ach so. Es gab ah, auch schon mal einen Film, Pi, ne? Ja, Life of Pi. Das Leben des Kuch. Nee, Pi. Pi. Äh, von. Oder Darren Aronofsky oder so. Nee, keine ich. Ahnung. Jetzt, äh, wir, wir wollen uns da nicht so drauf versteifen, nachher wächst uns ein Schweif. Ich, gu, ich gucke gerade, was, was Piaffe ist. Ähm, wisst ihr das? Ich habe es gerade gegoogelt. Ja. Ähm, ist eine, eine Übung der klassischen Reitkunst, genau, bei der das ja? Pferd eine trabartige Bewegung an der Stelle ausführt. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Siehst du? Ich dachte, einfach mal mich fragen. Ich wollte ja jetzt mal schauen, ob, da, ob ich irgendwas zu dem Film selbst finde, was das nun für ein sexuelles Verlangen ist, was sie da hat. Weil, okay, sie, sie wird zum Pferd, aber was dann jetzt da, was sie da jetzt für ein Verlangen hat. Das heißt, Sarah Jessica Parker, Sarah Jessica, Sarah Sarah Jessica Jessica Parker spielt, spielt mit. Genau. <laughs> ja, vielleicht will, sie, vielleicht will sie mit Pferden rummachen oder so. Das wäre natürlich ganz übel. Also. Oh, das ist natürlich jetzt aber ein heißer Ru Rückschluss. Also, puh. Ja, in dir ein unbekanntes du, 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 du sexuelles... Du, Ver du ja, auf so Sachen nicht. kommst du der Erik, hey, sollten wir den doch mal gucken. <laughs> ähm, es läuft auch noch an Medi <laughs> Mediterranean Fever. Darum geht es. Ein preisgekröntes palästinensisches Drama der Regisseurin Maha Jai... Über Depressionen, eine intensive Männerfreundschaft und einen Auftragsmord. Könnte natürlich auch sein, komme nicht in die Quere, ne? Also. Ja, ja. Vielleicht tippe ich das. Mal sehen. Äh, Oink startet. Aha. Niederländische stop motion animationsfilm über die neunjährige Paps, die ihr neues Haustier Schweinchen Oink vor einem schweren Schicksal bewahren muss. Mhm. Was wohl das schwere Schicksal fürs Schweinchen Oink ist. War das nicht der nächste auch, Sonntagsbraten zu werden? Ähm, ich glaube, der lief auch mit beim ITFS hier als Langfilm irgendwo. Hatte ich irgendwie, irgendwo habe ich davon gehört. Von dem dachte ich auch. Klingt ja cool. Es ähm, läuft auch noch an. Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich. Da heißt er bestimmt im Original nicht so. Da haben sie bloß diesen anderen Film. Ja, das ist für das so typisch ja, das deutsch. Steht, ne? steht wieder hier nicht, wenn man draufklickt. Ähm, also, da geht es um eine verrückte Hochzeit natürlich mit ganz, ganz vielen wilden Sachen, die da passieren, wahrscheinlich. Ja. ja, genau. Aber durchbricht mit vielen inneren Monologen immer wieder die vierte Wand und schüttet sein Herz aus. Doch auch beim Familienessen mit den Eltern, äh, bei dem die Schwester verkündet, dass sie bald zu heiraten, kann er sich einen sarkastischen Kommentar nicht unterdrücken. Die Momente, in denen er seine Gedanken schweifen lässt, führen zu kuriosen Situationen. Hm. Okay. Ich würde erst mal ganz kurz den Film beschreiben und dann erst den Titel nennen, weil ich bin gespannt, ob, ob man herausfindet, wie der Film heißt. Äh, Drama von Angela Schanelek über einen jungen Mann, der unwissentlich seinen Adoptivvater ermordet und im griechischen Gefängnis die Liebe findet. Mein, mein Stiefvater, der, das Gefängnis und ich. Nein, der heißt tatsächlich. Kate, was sagst du, wie der heißt? Ähm, keine Ahnung. Prison Love? Nein, so? er heißt ganz einfach Music. Ach so. Was? Das ist ja ein absolut naheliegend. <laughs> okay, pass mal. Klar, gut. Richtig gut. Musik. Übrigens, ich habe es gerade rausgefunden, meine Schwester, ihre Hochzeit und ich heißt im Original fast genauso, nämlich Liddy Score. Also ähm, die Rede. <laughs> Ja, Tja. total gleich. Was ist denn das? Das ist ein Doku, <laughs> der reinfließt ins Mittelmeer. Ah, worum geht's? Ah, nee, nee, halt. Wo ist das? stehe finde ich nicht. Also der reinfließt ins Mittelmeer, läuft auch noch an. Keine Ahnung, worum es da geht. Ob es ein Doku ist, irgendwas. Hm. Ich es jetzt auch nicht aufklicken. Heidi in der Stadt. Das ist eine Wiederaufführung, glaube ich. Okay. Und Oregon. 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 Aber ich habe gleich noch was. Türke ich drüber gestolpert bin. In Oregon geht es um die Ereignisse eines einzigen Tages. So ah, sowas finde ich immer spannend. Gay und Hakan, die ihr Leben in Bordrom verbringen, fahren nach Istanbul, um ihren engen Freunden eine Musikkassette. Ja, das gab es früher, Kids, ähm, zu übergeben. Als sie jedoch nach Istanbul fahren, werden sie von unerwarteten Ereignissen eingeholt. Ah, hätten sie mal ein bisschen mehr ausführen können, ah, um mich zu teasern, was, um, was ich da, um was es geht, was die unerwarteten Ereignisse sind. Ah, aber sowas mag ich immer, wenn das so in so einer begrenzten Zeit spielt. Irgendwas. Was ähm, hast du noch? Ja, was, was ich nämlich noch habe, ist was wow, da habe ich schon mal einen Trailer davon gesehen. Das wusste ich, habe ich aber irgendwie vergessen. Jetzt ist spontan alles wieder da. Startet allerdings am äh, wohl fünften auf Paramount Plus, also zum Klicken. Und zwar einer muss sterben. Und da geht's drum. Hier steht Spanischer Thriller, in dem sieben Fremde, die in einem unbekannten Haus aufwachen und als Teil eines makaberen Spiels innerhalb von 60 Minuten entscheiden müssen, wer sterben soll. Andernfalls werden sie alle oh, ermordet. Nice. Und davon habe ich schon mal gehört, oder da habe ich schon mal schon mal einen Trailer, glaube ich, gesehen und auch besprochen. Oh, nice. Aber dann wirklich in Vergessenheit geraten. Und das, das wirklich, ja, das ist was fürs nächste Wochenende. Das ist was für die kleine Kate. <lacht> <lacht> okay. Na, so wie gut. von mir. Ja, klingt, klingt spannend. Ich habe <laughs> auch noch was zum Thema Paramount Plus, das mache ich aber dann im Säenbereich. Ähm, jetzt machen wir erstmal weiter mit den Heimkino-Sachen. Heimkino. So, Heimkino. Denn Ghosted ist doch bestimmt ein bisschen neuer, oder ist das was? Ghosted kam am Freitag, glaube ich, raus. Das klingt gut. Freitag oder also doch dann, Freitag. Willst du gleich nochmal oder willst du erstmal Luft holen? Dann mache ich erstmal. Ich kann voll durchziehen, okay. gar kein Problem. Oh. Äh, Ghosted auf Apple TV Plus, neuer Film, kam Ach, am 21. september. ja nee, schon eine Woche ne? da. Ja, ja genau. Jetzt anna de Armas. Ich, das das hatte, ich, hatte ich gesehen, als ich irgendwelche Serien geguckt habe. Genau, genau. habe, ich, habe ich anna Sprit. de Armas und äh, Chris Evans als Cole und Sadie äh, begegnen sich. Also man, man sieht zu Beginn, Anna de Armas fährt spazier oder fährt irgendwo hin äh, unterhält sich noch mit jemandem es ist schon so ein bisschen strange was da so ist was die Unterhaltung ist eher so ein bisschen mpf. und sie ist dann an dem Wochenmarkt möchte Blumen kaufen für ihr Apartment und Chris Evans ist der Blumenverkäufer sie kriegen sich da relativ schnell in die Wolle weil es nach dem Motto ist äh, ja ähm, ich weiß nicht ob du eine ob, ob, ob sie Blumen haben sollten und was ist ich was und Chris Evans ist halt so ein bisschen wirklich der Typ vom, vom Land, so ein bisschen, ja, ein bisschen trottelig. Bauersuchtfrau. Was? Bauersuchtfrau. Ja, ja, nicht unbedingt. Also er ist halt einfach so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, einfach, einfach gestrickt. Und Anna die Amas wirkt erstmal wie halt eine sehr, sehr selbstbewusste junge Dame. Was sie auch ist und. Was sich dann halt herausstellt, ist, dass sie Geheimagentin ist und in undercover Missionen unterwegs ist und alles. Und da rutscht natürlich Cole voll komplett rein. Also erstmal, bevor er da reinrutscht, ist das Ding: Er schreibt ihr, sie verbringen dann doch noch einen Tag miteinander, weil, weil, weil Cole nahegelegt wird. Hey, fragst du doch einfach nach einem Date. Was hat so gefunkt bei euch beiden? Uh, und er so, hä, was, nein, die ist voll anstrengend, ja, die kotzt mich voll an und er rennt ihr danach und auch da gibt es schon so nette Situationen und verbringen dann tatsächlich die ganzen Tage und auch die Nacht miteinander, das ist sehr, sehr süß eigentlich gemacht auch und dann ghostet sie ihn, also er fühlt sich zumindest von ihr geghostet, weil er schreibt ihr tausende von Nachrichten und kriegt keine Antwort mehr und findet dann allerdings raus, dass sie auch nicht mehr in den USA ist, sondern in London, weil er ja, in seinem er ist relativ vergesslich und für sein Asthma-Spray hat er so ein, so dieses, es gibt auch diese von, von Apple auch diese, diese Punkte, wo man dann anpingen kann, wo, wo sich die Sachen befindet. Das ist halt ein Apple-Film. Ja genau und das hat er halt auch an seinem, an seinem Dingsen dran, an seinem Asthma-Spray dran und stellt natürlich erst einen Tag später fest, dass Asthma-Spray weg ist. Es ist schon teilweise ein bisschen arg seicht, also kann ich gleich mal sagen und fliegt dann nach London. Und versucht sie zu finden und findet sie auch und rutscht dann eben in diese Sache rein, weil die Bösen denken, er ist die Geheimagentin. Ui, das ist eine ganz neue Geschichte. Ja, ist eine ganz neue Geschichte. Das ist Und das ist das große Problem. Es ist eine ganz neue Geschichte, es ist eine sehr, sehr seichte Sache. Und Chris Evans als Captain America, als äh, Captain. Trottel, in dem Fall eher, ist schon so ein bisschen arg anstrengend, weil man nimmt es ihm nicht so ab, dieses dieses, ja, dieses, dieses nicht ganz tollpatschigen alles. Was richtig krass funktioniert, ist äh, Anna de Armas quasi als eiskalter Engel mit mit mit, 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 mit dem Engelsgesicht, aber, aber trotzdem voll die Killerin und auch als femme fatale und sowas, also die zeigt ein ganz, ganz anderes, größeres Uh, Spektrum in dem Film, was echt gut ist, was ich sehr gut fand, aber es ist halt auch Anna de Armas, ich meine, ich glaube, die kann, ja, <laughs> die kann, glaube ich, alles machen und es funktioniert. Uh, es ist, ja, die Begeisterung hält sich in Grenzen, wie, wie, du, wie man vielleicht jetzt raushört, weil es halt nichts wirklich Neues ist, nichts wirklich Besonderes ist. Es hat ein paar sehr, sehr coole Action-Szenen, das muss ich auf jeden Fall auch noch sagen. Und hinten raus, ist es ein Stück weit sehr banane. Was ich dem Film allerdings hoch anrechne, ist, dass er sich nicht komplett selber, nicht komplett ernst nimmt. Und das hängt auch damit zusammen, dass es ein paar kleinere Auftritte von anderen Schauspielern gibt, die man in dem Kontext zu Chris Evans komplett sehen kann und komplett stellen kann. Und das macht es dann sehr witzig. Es gibt eine, eine Sequenz, die möchte ich jetzt nicht spoilern. Da möchte ich nur sagen, die ist Richtig witzig, da habe ich gefeiert. Das waren so knapp 10 Minuten, 5 fünf, fünf bis 10 Minuten, wo es komplett, äh, völlig abgedreht zuging. Und das war einfach herrlich. Also fand, fand ich richtig, richtig gut. Und ja, äh, Go, Ghost. wie gesagt, insgesamt so, ja, es ist... So, es gibt ja diese, diesen auf, auf Netflix, gibt es ja Jennifer Aniston und äh, Adam Sandler. Dieses Ding da mit ich schon vergessen, wie es heißt, wo jetzt auch der zweite Teil da ist. Geht in diese Richtung, nur finde ich den tatsächlich ein Stück weit besser und halt, ja, Anna de Armas einfach, einfach richtig gut. Ah ja, vielleicht soll ich noch sagen, der Bösewicht wird gespielt von Adrian Brody. Das könnte dann wieder den einen oder anderen auch noch vor, vor, vor hinterm Kühlschrank vorlocken. Kann man sich mal anschauen, wenn man. Einen, einen seichten Actionfilm mit Romantik und Spaß gucken möchte. Es ist so von allem was, aber nichts so wirklich festgelegt. Ich hätte ihn bei auch sechs Punkten eingeordnet, aber dadurch, dass Anna de Armas damit spielt, die <laughs> großartig ist und sie auch ein großartiges Kleid anhat und ansonsten auch großartige Klamotten anhat, äh, gebe ich ihm sieben von zehn Punkte und eine Klickempfehlung. Ja, die das war war der absolute ja. Anna de armas Bonus beim Chris. Hm. Ja, die war ja auch schon in dem James Bond Film echt super da in dem letzten als, ja, als taffe also, Kämpferin dann. ja und das kann sie und den, aber auch in dem Film wie gesagt ist es nicht nur dieses taffe und dieses Dingsen sondern halt auch wirklich der, der Switch dann rüber zu, zu ja zu, die, das nette Mädchen von nebenan und das finde ich cool wenn, sie wenn du das ja so hinkriegst eigentlich gar nicht die Rolle spielen eigentlich war ja glaube ich Scarlett Johansson vorgesehen da für die Rolle für, für Ghosted ja da, dann hätte ich mich endgültig weggeworfen verloren. <laughs> Ah, hier steht Kennst sogar. Mal? Warte mal, hier steht sogar. In December 2021, Johansson had to exit the film due to a scheduling conflict, leading to Anna de Armas being cast in her place. Genau. Ja, ja geil. Ja, also ja, nö, kann man ja kostenlos mal gucken. Ich wollte nämlich mal schauen, ob das ähm, eigentlich eine Kinoproduktion ist oder ob das nur für Apple TV produziert ist. Ich finde hier nicht, dass das im Kino lief, aber ja, klingt ja. Klingt ja echt ganz ganz cool, so auch fürs Heimkino. Fürs Heimkino, super. Ja, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ich hatte das schon gesehen, hatte bloß den Titel nicht mehr erinnert. Dann werde ich dich nicht spoilern, dann bin ich einfach Das gespannt, ist aber nett von dir, dass du mich mir und einfach, die Hörer nicht spoilerst. <laughs> Na, wenn dann nur dich. Aber dann schreib mir einfach, wenn du das siehst, dann melde dich einfach mal ganz kurz, ob bei der Szene, wie ich meine, ob du da auch einfach nur dich weggeworfen hast. Okay, das auch äh, ist. ja, äh, kann ich dir spätestens morgen dann wahrscheinlich sagen, <laughs> morgen im Kino. <laughs> Alright, ähm, ich habe noch einen Film geschaut, ich weiß nicht, kennt ihr den, auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt? Sagt euch das was? Gehört Mit von, ja. Steve Carell und Kira Knightley? Ja, ja okay, ja. dann passt das, ja. ja. kam der nicht sogar mal in der Sneak? Echt? Also ich kann mich erinnern, den ich irgendwann mal... Meine, Gesehen zu haben. Warte mal, wir haben ja eine Liste. Ich meine nämlich, dass ihr, dass der, dass ihr den Film hier im Podcast besprochen habt. Okay. Ja, aber wie es halt ist, man schon. vergisst ja viele Sachen und der ist ja von 2012, also wenn es ja, jetzt ja. auch schon wieder zehn Jahre her und so viele Filme dazwischen, da wurde die Festplatte schon mehrfach überschrieben dann <laughs> im Gehirn. Und ähm, deswegen, ich habe den jetzt nochmal geschaut gehabt äh. und es geht darum, dass ein Komet, glaube ich, es ist ein Komet, irgendwie Himmelskörper, sagen wir so, wird äh, rast auf die Erde zu und alle Versuche sind fehlgeschlagen, den irgendwie abzulenken oder sowas und der wird in 21 Tagen mit der Erde kollidieren und als das bekannt wird, äh, dass die Rettungssachen fehlgeschlagen sind und es wird überall bekannt gegeben, in allen möglichen Radiosendern, Sonder Sondermeldung, äh, Steve Carell sitzt gerade im Auto mit seiner Frau. Sie steigt einfach aus und geht. Ja, weil sie haben alle nur noch 21 Tage zu leben. Alle wissen, das ist das Ende der Welt. Ja, da verlässt sie ihn halt stehenden Fußes und er bleibt halt allein zurück. Und ja, seine, seine Freunde versuchen ihn zu verkuppeln. Aber mittlerweile ist das Ganze auch, die ganze Welt ist auch so ein bisschen gekippt, weil irgendwie da macht mit jedem rum, weil es, es geht ja um nichts mehr. Ja, es, man muss sich an keine gesellschaftlichen Konventionen mehr halten. Es bricht die pure Anarchie aus. So, ey, du hast Heroin dabei. Ja, das, ach, komm, lass mal probieren. Und ja, zack, da wird der Arm abgebunden und so. Das wollte ich schon immer mal machen. Und ja, ist halt alles scheißegal dann. Und das, diese, diese Art und Weise, wie das dargestellt wurde, diese Anarchie, das mochte ich sehr. Und Steve Carell der Arbeit bei einer Versicherung und die Versicherung verkauft auch noch so Doomsday-Polisen, äh, also, also so fürs Ende der Welt, die kosten halt wahnsinnig viel Geld und keiner weiß, ob da überhaupt, also wenn da was passiert, dann kriegt man wohl Geld, äh, falls man es überlebt, aber das verticken die halt noch so auf den letzten Metern und ja, irgendwie lässt das dann halt auch sein. Mittlerweile sind schon viele gegangen oder haben sich umgebracht. Und äh, die Versicherung: mittlerweile wären Positionen ganz, ganz oben frei, an die man halt rankommt, ohne irgendwas zu können, bloß damit diese Positionen gefüllt sind. Und diese, diese Darstellung die finde ich einfach absolut göttlich, wie das in, der, in dem Film äh, gezeigt wird. Und dann kommt es ja noch mit dazu, dass er seine Nachbarin, gespielt von Kira Knightley, eines Tages auf der Feuertreppe sieht, wie sie, wie sie heult, weil. Sie sich gerade irgendwie trennen will von ihrem Freund und oder getrennt hat, und ähm, er nimmt sich so ein bisschen ihr an. Und ähm, ja, dann gibt es so ein paar äh, Drehbuchkniffe, nenne ich es jetzt mal. Sie hat dann nämlich die ganze Zeit äh, irgendwie Post von ihm bekommen in ihren Briefkasten. Da gibt es ihm das ganze Paket, weil sie hatten sich irgendwie über die Jahre überhaupt nicht gesehen, die Nachbarn. Und in diesem Briefbuch. Paket in diesem Stapel ist ein Brief dabei von einer ganz, ganz alten Freundin von Steve Carell, die in die er mal verliebt war und die wollte ihn gerne mal wiedersehen. Und jetzt sieht er halt diesen Brief und denkt: Okay, jetzt möchte ich die gerne mal wiedersehen. Und die äh, Karen Knightley, die hat auch was, wo sie hin möchte. Und so äh, versuchen sie halt dann sich da durch diese ganzen Wirren der, des nahenden Weltuntergangs so ein bisschen durchzuschlagen. Und da hinzukommen. Das Ganze mit so einem ganz feinsinnigen Humor, mit ein äh, bisschen Romantik auch drin, und mit dieser Anarchie, die da überall um sie rum ist. Also sie treffen dann auch verschiedene Leute auf ihrem Weg und die sind alle irgendwie natürlich total crazy wegen dieser Situation. Und ähm, hat mir echt Spaß gemacht, den Film jetzt nochmal zu schauen. Und ich muss sagen, der ist über die über die Zeit ist der ein bisschen gereift. Ich fand den, glaube ich, beim ersten Mal damals nicht so gut und man merkt halt auch das Drehbuch hat äh, der geschrieben der das Drehbuch zu Nick und Nora Soundtrack einer Nacht geschrieben hat und auch die ganzen Nebendarsteller kennt man halt Patton Oswald zum Beispiel der hat bei King of Queens mitgespielt Adam Brody ähm, war der nicht auch gerade in deinem Film Chris Adam Brody oder war es Adrian Brody Adrian Brody ah Adrian okay Adam Brody ist hier mit dabei und ja äh, ja, von Tour of Man welche dabei und, und so weiter. Also, echt ein schöner, empfehlenswerter Film. Ich gucke gerade mal, hat er einen langen Titel. Ich muss den jetzt mal eintippen bei Wer Streamt es, ob es den irgendwo gibt. Ich hatte mir den mal aufgenommen gehabt hier und der war auf meinem Festplattenrekorder. Der lief mal irgendwo auf Sky. Und habe ich gedacht, ach, den würde ich gerne mal wieder sehen. und Also, momentan gibt es den gerade nicht als Gratisinhalt irgendwo, aber man kann den halt überall ausleihen bei den üblichen Verdächtigen, falls da jetzt jemand Lust bekommen hat, den zu schauen auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt. Geht 100 Minuten. Jo, das war meine kleine Empfehlung. Äh, punktemäßig, ja, ich gebe jetzt mal tatsächlich mal 8 Punkte, weil der hat mir wirklich, ich fand ihn jetzt besser. Ich glaube, ich habe ihn damals nicht so gut bewertet und ich habe den auch irgendwie nur so nicht mehr so fest in Erinnerung gehabt, deswegen habe ich gleich geguckt nochmal. Hm? Okay, dann auf in, die, in den Serienbereich. Ja, da gibt es ja einiges. Hier sehe ich da. Serien. Zuallererst Paramount Plus App. <laughs> ähm, oh oh. Ich war ja jetzt unterwegs und ich hatte mir in der Paramount Plus App einiges runtergeladen, was ich gern gucken wollte. Stellt sich raus, Entgegen aller anderen Apps, also bei Netflix, äh, bei, bei Amazon Prime, bei Disney Plus und was es nicht alles gibt, kannst du ja Sachen runterladen und die kannst du dann im Ausland gucken. Ne? Geht bei Paramount Plus einfach gar nicht. So, du kommst, oh. du kommst bis im Ausland oder äh, bist im Flugzeug, hast Flugmodus an. Dann sagt er halt, na, ich kann leider nicht entdecken, wo du bist. Äh, ich zeig dir nichts an, zur Sicherheit. Ja, nicht, dass du irgendwo bist, was, was nicht geht. Und dann, als ich, als ich im Hotel war abends, dachte ich, okay, jetzt würdest du gerne mal die, die, die eine Folge da gucken. Ähm, kommt dann auch, ähm, nee, geht nicht, du bist hier im Ausland, da sind hier die Inhalte nicht freigegeben. Und das Beste ist, ich konnte die Inhalte, die ich mir alle runtergeladen habe, ich hatte mir echt viel runtergeladen, ähm, weil ich wollte da noch einiges gucken äh, aus der Richtung, konnte ich nicht mal löschen. Er hat sie mir einfach nicht angezeigt aber die der Speicher wurde mir halt als belegt angezeigt von Paramount Plus ne? also <laughs> danke dafür Paramount Plus echt super ne? also dass man es noch nicht mal löschen kann ja also ich meine ist ja das eine dass er sagt ja aus irgendwelchen dummdüdeligen Gründen kannst du der dir das in Deutschland äh, runtergeladen hat jetzt nicht im Ausland gucken okay aber dann wenigstens nicht mal löschen dass ich mir in anderen Apps mir die vollknallen kann im Hotel WLAN oder so mh. Das ist schon scheiße. Aber vielleicht gut zu wissen, für manche, die jetzt auch in Urlaub fahren oder so, ich habe es ja auch bald wieder vor, ähm, ladet euch da nichts runter. Die App, die hat einen Ratsch. Also kann du man Du brauchst einfach ein VPN, Erik. Ja, VPN, aber das dauert ja ewig. Dann mit <laughs> VPN. Gut, vielleicht hätte ich es probieren können. Klar, VPN anmachen und dann sagen, ähm, ich bin in Deutschland und dann die App starten. Ja, vielleicht hätte es funktioniert oder so, aber keine Ahnung. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr. Ich habe dann... <laughs> Dann gesagt, nee, dann halt nicht, dann wäre ich hier im Kinocast vor einigen Hörern mal sagen, dass die App scheiße ist und so. Ähm, nee, ich habe dann andere Sachen geschaut. Zum Beispiel True Lies, denn das ging, oder, äh, überraschenderweise ging das auf Disney Plus, ja. Und True Lies gibt es ja einen richtig geilen Film mit Arnie. Habe ich damals auch, wo der ins Kino kam, der Film war ja nach einiger Zeit, dass James Cameron wieder mit Arnold Schwarzenegger einen Film gemacht hat nach äh, Terminator 2. Und da ich, ja, sofort ins Kino rein. Und da bin ich damals in echt geiles Kino gegangen. Die hatten damals schon, ich glaube, nicht Dolby Atmos, wie hieß das damals, auch irgend so ein Avatar X zertifiziert und so. Und dann kam die erste Szene, wo Arnold da ins Wasser springt und die Kugeln pfeifen um ihn rum. Auch das war absolut geil. Und ich mag den immer noch, True Lies, den, den alten Film. Und da haben sie jetzt eine Serie draus gemacht mit den Darstellern, die mir alle gerade nicht äh, geläufig sind. Und die ich auch nicht so unbedingt kannte. Was ich auch ganz gut fand, weil dadurch hatte ich jetzt nicht irgendeine Projektionsfläche, wo ich sage, ach, der oder die spielt doch immer das und das. Ähm, ich lese mal kurz das Namen vor. Hauptbesetzung Ginger Gonzaga und Mike O'Gorman und Erika Hernandez. Also die haben mir jetzt alle nicht so viel gesagt. Ähm, die Story ist mehr oder weniger die gleiche. Allerdings wird der Film mehr oder weniger in der ersten halben Stunde so ein bisschen abgehandelt. Das heißt, ähm, Harry Tasker gibt seiner Frau vor, dass er bei einem IT-Unternehmen arbeitet, in Wirklichkeit ist er Geheimagent und wir sehen auch am Anfang, hat er einen Auftrag und immer wenn er nach Hause kommt, bringt er halt irgendwelchen Krusch irgendwelchen mit, <laughs> irgendwelche Schneekugeln für die Tochter, alle tun immer so, als freuen sie sich und ja, eigentlich hätten sie lieber gerne mal ihren Papa ein bisschen zu Hause. Und ja, es kommt dann dazu, dass er bei einer Mission, auf die er muss, nach Paris, kurzfristig, und seine Frau ist echt sauer. Und er sagt er, ja, komm halt mit und so. Und es lässt sich halt nicht vermeiden. Und auch seine, seine Spionkollegen sagen dann, ey, das kannst du doch nicht machen, sie auf eine Mission mitnehmen. Und ja, es lässt sich auch nicht vermeiden. Und sie kommt halt mit nach Paris. Und, und beide werden auch von Bösewichten gefangen genommen und sind dann auch so rückwärts an den Stuhl gefesselt, Rücken an Rücken, wie damals bei Indiana Jones und so und da muss er sich hier offenbaren, was er da die ganze Zeit getrieben hat und ja, sie hat aber auch ein paar Skills, die sie mehr oder weniger im Sport gelernt hat, bei diversen sportlichen Aktivitäten und sie können sich dann gut rausfighten und geben ein echt gutes Team ab und ja, alle sind ein bisschen überrascht, aber weil sie natürlich jetzt einen Einblick erhalten hat und weil sie weil sie Wissen erlangt hat, was sie nicht haben dürfte, geheimhaltungswürdiges Wissen, äh, muss sie dann auch quasi mitmachen bei dem Team und bekommt auch erstmal eine Ausbildung in diversen Sachen. Und ey, ich mag die Serie. <laughs> die macht mir echt Spaß. Ich, ich, da, ich hatte echt ein bisschen Befürchtungen so, weil True Lies lebt ja sehr von Arnie und von ja ähm, äh, äh, Jamie Lee Curtis und von den Nebencharakteren auch. Ähm, aber die haben es ja echt gut hingekriegt, weil die Nebencharaktere sind ja auch ganz gut. Mh, einer von denen äh, ist Omar Benson Miller. Wenn ihr den seht, dann werdet ihr den auch sofort erkennen. Er hat in so vielen Filmen irgendwelche coolen Nebenrollen gespielt und der spielt so seinen besten Kumpel bei der bei der Agency da und ja die die Chemie passt, die Action ist gut und ja macht Spaß. Kann ich empfehlen. True Lies gibt es glaube ich bis jetzt zwei Folgen. Zumindest habe ich zwei Folgen geschaut. Vielleicht nicht durcheinander gekommen und letzten Woche Mittwoch gab es eine neue Folge. Also seitdem Mandalorian nicht mehr läuft, hat jetzt Disney Plus diesen mittwochs slot und da kann man durchaus mal reingucken. Ende. Ihr seid dran. <laughs> okay, alles klar. Danke, läuft hier, Erik. läuft hier bei okay. uns. Ihr merkt, wir sind ein eingespieltes Team, das läuft alles hier. Da. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, okay. Ähm. <laughs> War das jetzt so, oh ja, Mandalorian, großartige letzte Folge. Ja, und anstatt irgendwas zu sagen, sagt lieber keiner. Okay, ich habe ich hab den Übergang versaut, Das tut mir sehr leid. Nein, ganz kurz, dazu. Mandalorian, letzte Folge, ich fand sie großartig, ich fand es ein schönes Finale, das so wow. viel offen lässt. Und filmisch, ich sag, filmisch war es, wie ein Film. Filmisch und ich sage, Moff Gideon lebt noch, jetzt seid ihr dran. Ich kann das sogar belegen, warum ich das glaube, aber jetzt seid ihr dran. War so geil. Hatte irgendwie jeder, jeder Charakter hatte irgendwie nochmal eine tragende Rolle, selbst irgendwelche Droiden und so. Und fand ich echt schön. So, noch mal so schöne Zusammenfassung. Echt. Ich, ah, ich, ich bleib dabei, ich wünsche mir einfach einen Film. Ich will wieder ins Kino. Ich möchte einen richtig langen Kinofilm sehen mit einer abgeschlossenen so, ja kommen. Ja, wünsche ich mir ja. Genau, schon seit langem. Mhm. Mal wieder die. Die Schriften im Kino sehen, die Musik hören und alles. Und wieder die, die, die Cosplayer davor, vor der Premiere und alles. So ein richtig schönes, schönes Event mal wieder, ne? Schick, schick. Gut, dann darf ich jetzt. Hättest schon vorhin gedurft. In der Pause. <laughs> ähm, ich habe nächste Woche einen kleinen Gastauftritt in einem anderen Podcast und für diese Vorbereitung habe ich mir drei Serien angetan. Anschauen müssen. Bei, bei zwei sage ich angetan, <laughs> ja. Beim der, der dritten sage ich schön, Will danke, vielen, vielen, vielen Dank für Willkommen in vielen meiner vielen Empfehlung Welt. Und von, genau. <lacht> <lacht> und äh, bei dieser dritten, über diese dritte, die ich sehr mochte, möchte ich kurz reden. Und zwar, ich hätte die wahrscheinlich gar nicht angeguckt, ohne, ohne die Fortsetzung folgt, ohne die Aufgabe. Ähm, und zwar heißt die Serie "Fleischman is in Trouble" und es geht, also es ist ein bisschen komplizierter als gedacht. Ähm, in, Im Hauptfokus der Serie steht Toby Fleischman, Dr. Toby Fleischman und seine Frau Rachel Fleischman, ähm, gespielt von Jesse Eisenberg und Claire Danes. Mm. Erzählt wird die ganze Geschichte, aber von einer von Dr. Toby Fleischmanns besten Freundin, und zwar von Libby Epstein, gespielt von lizzy Kaplan, ähm, die das quasi so ein bisschen erzählt aus, aus dem, was sie mitbekommen hat. Also, das ist quasi eine. Im Endeffekt geht es darum, dass ich, Libby schreibt ein Buch, sie ist Autorin und ihr erstes Buch ist eben Fleischmann is in Trouble. Und sie erzählt halt von dieser Geschichte ihrer Freunde, ihres befreundeten Ehepaars. Somit kennt sie auch immer nur eine Seite der Geschichte. Und so wird es auch erzählt. Sie kennt die Geschichte aus der Sicht und auch von der Seite ihres Freundes Toby. Und darum geht es in, in dieser Serie. Denn Toby und seine Frau Rachel leben in Scheidung. Also sie leben getrennt, sind mitten in der Scheidung. Und... Ähm, es wäre sein Wochenende mit den beiden Kindern und plötzlich erwacht morgens auf und die Kinder sind schon da und er hätte sie eigentlich erst am Abend holen sollen und er hat dann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, aus seiner Mailbox von seiner äh, Ex-Frau, Frau wie auch immer, ähm, dass sie einen Platz in einem ganz ganz tollen Yoga Retreat bekommen hat und äh, sie deswegen die Kinder jetzt nachts schon gebracht hat also quasi den ganzen Tag vorher ähm, und er das jetzt zu verstehen hat und grundsätzlich ist ja kein Problem wenn die Kinder vorher kommen er hätte es gewusst hätte er halt anders geplant er musste halt arbeiten ne? also es war Freitag er musste arbeiten musste die Kinder dann irgendwie mit zur Arbeit nehmen oder irgendwie so musste es halt organisieren was ein bisschen stressig war grundsätzlich freut er sich aber über die Zeit mit seinen Kindern er kriegt es auf jeden Fall organisiert, er hat ein schönes Wochenende, trifft seine Freunde, die er, von, die er damals äh, an der Uni kennengelernt hat, eben äh, die Libby und den Freund Seth, gespielt von Adam Brody und ähm, bricht sich bei denen so ein bisschen immer noch über. Das nagt irgendwie an ihm, dass er, dass, dass sie wieder alles über den, über den Haufen wirft, die Vereinbarung nicht einhält und so. Viel schlimmer wird es dann aber am Sonntagabend, denn eigentlich sollte Rachel die Kinder abholen. Sie tut es aber nicht. Sie ist nicht erreichbar, sie wird auf dem Handy nicht, äh, ist nicht erreichbar, kommt einfach nicht. Es ist Montag, sie kommt nicht, es ist Dienstag. Es ist nichts von ihr zu hören. Problem an der Sache ist, es ist nichts Neues. Wenn sie in Arbeit versunken ist oder ihr irgendwas anderes wichtiger ist, holt sie die Kinder auch mal drei Tage später ab. Also es ist für, für Tobi nichts Neues. Ähm, weil. Rachel halt ein bisschen selfish, also ein bisschen ich-bezogen ist. Und ihre Karriere auch immer wichtiger ist als alles andere. Ähm, als es dann aber langsam Ende der Woche wird, macht sich Tobi und auch seine Freunde, bringen es dann mal so an den Punkt und sagen, Geht's dir ihr denn gut? Ist vielleicht was passiert? Hast du mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht nicht ganz in Ordnung ist und so? Ähm, ja, und das, aber... Wie gesagt, er kennt seine Frau nicht anders und ist halt auch sauer mit ihr und fängt dann an, auch mit, ihrem, mit seinem Anwalt zu sprechen, er will Sorgerecht einklagen, weil sie ist ja nicht mehr erreichbar und nichts. Und als er dann Bekannte von ihr trifft, die ihm erzählen, dass sie heute, an diesem Tag, wo er sie trifft, seine Frau gesehen haben, denkt er natürlich, okay, dann geht sie ja gut. Sie hat sie wieder alles, alles anderes wichtiger wieder. Dann erfährt er auch noch, dass, er, dass sie wohl eine Affäre mit, äh, mit einem Typen hat, einem Arbeitskollegen oder irgendjemand, den er halt kennt. Ähm, und dann ist ihm natürlich alles klar, dann haben die irgendwie gerade eine gute Zeit und alles andere ist egal. Ähm, das Ganze entwickelt sich aber dann ein bisschen anders, also man, man, man fühlt so mit, mit Toby mit. Und versteht einfach nicht, wie, wie eine Mutter oder, oder eine Ehefrau so sein kann, dass sie nicht mal Bescheid sagt oder was weiß ich, eine SMS schickt, wenn er, wenn, wenn er schon nicht reden, wenn sie schon nicht reden will und so. Und ähm, blöd alles. Ne? Es kommt dann auch zum Streit zwischen ähm, Tobi und Libby, äh, weshalb dann die Geschichte endet quasi. Also, Libby kann dann nicht weitererzählen aus seiner Sicht, weil es tagelang, wochenlang keinen Kontakt äh, mit Tobi hatte. Und ähm, durch Zufälle trifft Libby dann aber auf Rachel und zeigt dann die andere Sicht der Dinge und findet raus, was drei Wochen lang passiert ist, ähm, warum sich Rachel bei Toby nicht gemeldet hat und warum sie sich nicht bei ihren Kindern gemeldet hat. Und was da passiert ist und wie das alles so, das erzähle ich natürlich nicht, gar keine Frage. Ähm, aber die Serie zeigt einfach, es gibt immer zwei Seiten der Meda Medaille, es gibt immer zwei Ansichten einer Geschichte. Das ähm, zeigt der Trailer auch schon ganz gut. Also ich habe vorhin extra nochmal den Trailer zur Serie angeguckt, um zu gucken, wie viel ich erzählen kann. Ähm, und in dem Trailer wird gesagt, das ist eine Geschichte über, und dann wird aufgezählt, Familie, Streit. Eifersucht, langjährige Freundschaft, Beziehungsprobleme. Es wird dann so ein paar Sachen aufgezählt und dann habe ich gedacht, ja, genau das ist es. Das fasst das wunderbar zusammen, was, dieser, was, dieser, was diese Serie ist. Und ich habe die in einem Rush durchgeguckt. Und das ist selten in letzter Zeit geworden, dass ich das schaffe. Ähm, aber es war ein guter Tag, die Kleine hat äh, einfach mitgemacht, hat teilweise mitgeschaut quasi, in Anführungsstrichen, ähm, oder mitgehört, und äh, es hat einfach gut geklappt an dem Tag, und deswegen konnte ich es durchschauen, und ich empfehle die Serie wirklich, 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 weil Sie einfach, wie gesagt, wie schon gesagt, zeigt, dass es immer zwei Seiten gibt. Gibt ihr noch ein Geschichte bisschen was gibt. auf für, für Dienstag? <laughs> ja, mache ich noch. Ja. Genau. Wer sich noch erwähnen möchte, wer noch mitgespielt hat, ist äh, Josh Redner, den man kennt ah. als Ted Mosby. Der Ted. Der ja. hat aber nur eine Side äh, Nebenrolle, quasi. Der ist der Ehemann von hm. äh, Lizzie Kaplan. Also, er spielt Adam Epstein. Und ich habe gesehen, Sie Adam Brody Ehemann spielt zu, auch wieder mit. Also, da ist was los hier. Ja. <laughs> ja. ja. Ich liebe Adam Brody. Da also. ist was los. Ja. Christian Slater hat noch eine, eine Gastrolle. Sollte auch nicht oh, unerwähnt auch lassen. Cool. Ja. Spielt cool. einen Autor. Ja. Okay, genau. da bin ich ja gespannt. Also kann man dann in der nächsten Folge von Fortsetzung folgt dann hören, die dann wahrscheinlich Ende der nächsten Woche dann erscheint. Genau. Und ich habe ja schon dann auch mehr Meinungen als nur meine. Ja, aber was ich so bis jetzt ähm, mitbekommen habe ähm, von den anderen, die fanden die auch sehr, sehr gut. Die ähm, mhm. genau. Ähm, genau. In der hast du eigentlich die vergangene Folge von äh, Volk gehört? Nee, noch nicht. Da habe ich dich ja vollmundig angekündigt, ne? Also da, uh. <laughs> genau, ich dachte, ich dachte ja, du wo sagst. das noch schnell Sagst, sagst du mal irgendwas zu mir, aber anscheinend äh, habe ich jetzt schon gemerkt, du hast da offensichtlich noch nicht reingehört, sonst <laughs> hättest nee, du bestimmt ich hab, was ich, Wie gesagt, ich war ein bisschen mit dem Seriengucken <laughs> beschäftigt. Dann ja, ist auch noch Formel 1 Wochenende. Ich ganz und am die Anfang, Kleine. ganz am Anfang. Ich äh, guck, ich, ich höre nachher mal rein. Du musst, du musst nicht die Serien anhören, aber ganz am Anfang, wo wir so allgemeines Geplänkel haben, sage ich ja. mal, wenn ich da äh, da habe ja. ich gleich schon erwähnt, dass ich äh, ja. am Dienstag nicht teilnehmen kann, weil ich da eine äh, andere Verpflichtung habe. Und genau habe ich für adäquaten oder besser gesagt besseren uh. Ersatz eigentlich gesorgt. Da. <laughs> genau. Aber hör mal rein. Hör mal rein. Ja, ich, ähm, mach ich, mach ich wie sieht es bei dir aus mit Star Trek PK, dritte Staffel? Tatsächlich habe ich es nicht geguckt. Okay. Ich glaube, ich habe die erste Folge geguckt oder so, aber hat mich komplett nicht mehr gehuckt. What? Okay. Ja. Ähm, also, Vielleicht, weil, weil, ähm, dann wieder, weil ich dann wieder warten musste auf die nächste Woche, dass eine neue Folge kommt und bla. Vielleicht gucke ich es jetzt, wenn alles da ist. Also, ich war jetzt ein bisschen aufgeschmissen da ne, bei mir äh, und habe dann ja. halt geguckt, was ich, was ich alles irgendwo runtergeladen hatte. Und da hatte ich dann wirklich die dritte Staffel ähm, Star Trek PK auf Amazon Prime runtergeladen gehabt. Und. <laughs> Da steht ja bei Amazon Prime immer ja, wenn sie das jetzt runtergeladen haben, das steht jetzt noch so lange zur Verfügung und so dachte ich, oh, das muss ich ja sonst. Ähm, also es lief irgendwie, glaube ich, Ende der Woche auch aus. Dachte ich, okay, da gucke ich jetzt mal rein. Und ich muss sagen, absolut das ist großartig, wunderbar. Also das, ähm, ich will es nicht zu viel verraten. Für die, die jetzt schon weiter, ich bin auch noch nicht ganz am Ende. Um, aber für die, die schon das gesehen haben, die wissen, die können eigentlich, also ist es ist ja ein Kanon da im, im, im Twitter Universum oder überall, dass das wohl so ziemlich das Beste ist, was es seit langem gibt und es wird halt hier, es treten so viele Gaststars aus alten Star Trek Serien auf hm. und äh, ich will deswegen, ich versuche es extra vage zu halten, ja, damit jetzt keiner irgendwie, weil die treten so peu à peu auf und ähm, es ist einfach so großartig und überragend gemacht. Und ja, Wahnsinn. Also, äh, die es fängt damit an, nicht so tröge wie diese anderen Picard sagen, so oh, er dümpelt da auf seinem Wein gut rum und hier mal was, da mal was, da kommt da mal was und dann muss er dahin, dorthin. Und, <laughs> es geht hier sofort los. Ähm, es kommt Notruf <laughs> zusammen mit äh, Commander Riker stiehlt er ein oder er schleicht sich auf ein auf die Titan. Ähm, sie geben aus, dass sie da eine Kontrolle machen wollen. Er ist ja Admiral, sagen ja, wir müssen ja mal kontrollieren, dass das alles ordentlich ist und so. Ihr, ihr fliegt da mal bitte los und wir, wir sind hier nur dabei. Irgendwann kapern sie dann das Schiff, weil sie da einen Notruf, den sie erhalten haben, folgen wollen und dafür brauchen sie ein Schiff und so. Also sie, sie meutern quasi übernehmen das Schiff und ähm, setzen den Captain ab und fliegen dann dahin und treffen auch noch andere und ach ist einfach absolut großartig. Es ist es ist witzig, es ist gut erzählt, es ist verdammt gut geschrieben. Da sind Drehbuchszenen drin, wo du denkst, boah, ist einfach richtig gut geschrieben, wenn irgendjemand von der Vergangenheit erzählt, es wären für für Star Trek-Fans unheimlich viele Sachen einfach aufgelöst, die so ein bisschen lose Enden waren. Ich sag mal, die Schlacht bei Wolf 359 und solche Geschichten. Was ist da genau passiert und, und wie sah die andere Seite aus? Und es sind so viele Sachen drin. Es ist richtig großartig. Ich freue mich schon drauf, das weiterzugucken. Und ähm, eigentlich war es ein bisschen scheiße, das auf dem iPad zu gucken. Das ist, ist das war nicht groß die letzte genug, Staffel gewesen? Das war die letzte. Picard? Ich dachte, das ist die finale Staffel. Ja, genau, ist die finale Staffel. Ach so, weil du gesagt hast, weiter Nee, Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Die Ach so, ich, dachte, ich du bist durch. Nein, 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 ah. ich bin noch nicht ganz durch. Ich freue mich drauf, okay. das jetzt noch auf dem okay. großen Fernseher dann weiter zu gucken. Okay. Ähm, okay. Genau, mir fehlen noch ein paar Folgen und es ist so super. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wer ein bisschen was mit Star Trek am Hut hat, ähm, wirklich angucken. Wer TNG geschaut hat, wird das abfeiern. Ähm, auf jeden Fall. Da sind so viele Leute dabei. Ich sag mal nichts. Ja, ich, also ich würde es gucken, wenn ein bestimmter Gast auf Frit kommt. Ich schicke dir jetzt mal wen ich meine und du sagst mir, ich ob sag der kommt nix. oder nicht. Ich sag überhaupt nichts. Du einfach. musst ja den Namen nicht sagen, die Leute nicht zu so spoilern. Ich sag gar nichts. Ähm, wir machen ach, weiter schon. mit dem Gewinnspiel, mit der Auslosung des Gewinnspiels. Und da brauche ich jetzt erstmal einen kleinen Trenner, dass ich nachher die Ecke wieder finde. So, ah nee, eigentlich hätte ich ja den, den High Alarm machen können. Habe ich den hier irgendwo noch drauf? Muss ich ein bisschen gessen hier. Nee, ich glaube, ich habe nicht mehr drauf. Nee, ich drück mal lieber nichts, sonst kommt irgendwas anderes. Ähm, Can you hear me now? Wir hatten ja ein Gewinnspiel. Hier sind die Blu-Rays. Ja, wie man jetzt gut sehen kann, sind hier so die Zu Year of the Shark, nee, bei mir hier. Year of the Shark, der französische, die französische High Komödie hintergründig wie unterhaltsam mit Running Gags gespickt und toll gespielt. War die Kritik vom Fantasy Filmfest. Unter anderem mit Kat Merat, den man ja kennt aus Willkommen bei den Sties. Hatte allerdings hier nur eine etwas kleinere Nebenrolle. Also quasi ein an der französischen Riviera, nee, Ach nee, Quatsch, Atlantikküste war es. An der französischen Atlantikküste. Ein Haifilm, genau. Das sind zwei nagelneue Blu-Rays hier, die es zu gewinnen galt. Und wir losen das jetzt mal aus. Wir haben 37 Kommentare bekommen mit. Uh. Hai-Filmen, ich habe ja gesagt, welcher Hai-Film gefällt euch denn so? Äh, sollt ihr als Kommentar schreiben? Und da ist hier so von The Shallows, gefauste Tiefe, der Gumbel hat Mac gesagt. Mac haben einige gesagt. Äh, der Florian, der Weise Hai natürlich, Open Water, was haben wir noch? Deep blue Sea, Moppy Dick. Hai-Film. Hm? Mm, deep blue Sea. Ist ein Wahlfilm. Müssen wir hier rausnehmen. Die Carmen ist nicht dabei, also nur Hast 1 ein bis 36. Film, aber trotzdem. <laughs> nee, Quatsch, lassen wir drin. MAC äh, M-E-G MAC. Jo, und wer von euch hat den Zufallsgenerator bereit? Ich? Ich! So, dann. <laughs> ich auch? Dann kann jeder eins ziehen. Wir haben ja zwei Blu-Rays, dann legt mal okay. los. Ladies first. Okay, Matte. Generate. <laughs> cool. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Richtig 14. vorbereitet, der Erik. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Die Jenny. Die schreibt, der weiße Hai ist natürlich Kult. So, warte mal, ich muss jetzt ja. mal kurz. Uh ja, -huh. natürlich. Hat Sie hat sich überhaupt nicht gefaked, die Jenny mit der weiße Hai, und die 22, überhaupt nicht. Nee, du kannst, es also kann jeder von euch da draußen nachvollziehen. Ich habe von oben nach unten durchgezählt, die Kommentare die sind ja auf der Alles Seite. Gut. Okay, Du musst um, aber jetzt von oben nach unten auch wieder zählen und ich hoffe, ja, mach jetzt kommt ich brauche eine Zahl um die 30 oh, 36 die oder so. Nee, das zähle ich von unten aus dann. Also eine ja, warum? Eins, dann du kannst ja bei der 22 anfangen, da bist du ja jetzt schon. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Tipp. Ja. So, dann zieh doch mal. <laughs> okay, also ich drücke, Moment, wir machen das anders. Ich drücke jetzt gerade ganz wild drauf. Erik, sag mal, stopp. Stopp. Okay, dann ist jetzt die Nummer 12. Dann fange ich wieder von oben. <laughs> Oder ich zähle 10 hoch. Nee, <laughs> zu spät. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zelllip. Schreibt auch der weiße Hai. Okay. Ist jetzt reiner Zufall, dass die zwei auch meinen Hai-Lieblingsfilm genommen haben? Ähm, es wurde hier ausgelost. Ähm, von, nicht von mir. Okay. Also, Jenny und äh, der, die das Celeb ähm, gewonnen. Ihr bekommt jetzt dann gleich von mir eine E-Mail, wo ich da euch darum bitte, mir doch eure Adresse zuzusenden, damit ich euch besuchen kann und euch die Blu-ray geben kann. Nein, Quatsch. Äh, ich euch die per Post schicken kann. Und dann ja, könnt ihr ja später irgendwann mal einen Kommentar da lassen, wie ihr den Film dann fandet, wenn ihr den. Angeschaut habt. Ja, vielen Dank dafür fürs Teilnehmen. Vielen Dank an euch beiden Glücksfeen. Gibt es eine männliche Fee? Glückself. Sehr gerne. Glücks Fee, Fee ist. Es gibt auch Glückself, der Fee. Gut ja. aus Ende. Also. <laughs> so, sehr schön, sehr schön. Und dann sind wir doch schon bei den Musiktipps. Musik. So, was haben wir da ein schönes? Ähm, was habt ihr denn? Na, da fange ich, hab ich was. an. Okay, dann fange ich an. Weil mir ging es letzte Woche so. Ähm, da habe ich dieses Lied so sehr gefühlt. Das lief auch bei mir mal in der Playlist. <laughs> da geht es nämlich: Monday morning feels so bad. Come on Tuesday, I feel better. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. But I've got Friday on my mind. So, äh, Von Gary Moore: Friday on my mind. Packe ich auf die Liste. Was habt ihr? Geht. Okay. Ich habe, äh, ich weiß nicht, das geistert seit ein paar Wochen, bei mir, seit ein paar Tagen bei mir rum. Ähm, Oasis Wonderwall. Lief gestern im 90s, 90s Radio, das es jetzt auf DAB Plus gibt. <laughs> habe ich gestern gerade gehört. Hm. The two days gonna be there. back das, to you. glaube ich, ähm, ja. Ich habe was Brandneues. Ja. Was noch gar nicht so arg lang da ist, wird es am Der Busfahrer. letzten oh my God. Freitag. Am Freitag war große Videopremiere <laughs> und ich kann dieses Video nur empfehlen. Das sich anzuschauen, ich habe mich weggeworfen vor Lachen. Nicht nur wegen, wegen Kalle, äh, sondern auch wegen einem der Rentner da dabei. Weil der gute Squee spielt da den, spielt da mit und hat sehr viel Screentime, unter anderem auch nach dem Lied noch. Und es ist einfach so herrlich, es ist so wunderbar geschminkt und so cool gemacht. Äh, von Kalle Kuschinski, den Rentnersong. Mhm. Ich kenne nur diesen Busfahrersong da von dem. Ja, jetzt gibt es den Song. Ich okay. bin Rentner. Da, 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 da. okay. Und das, auch das Schöne so ist bei der. Nein, nein, nein. Tatsächlich macht Kalle jetzt Musik und die ganze Musik, die Kalle macht, ist GEMA-frei. Ah, auch nicht schlecht. Kann man ja. im Stream gucken, hören und alles. Kann man so verwenden, wie man möchte. Deswegen das ist es ganz cool. Okay, cool. Ja. Also höre ich dann mal rein, hm. auf, äh, wenn ich den finde auf Spotify, aber zuerst den geben denke ich mal. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe mal, die zwei Gäste, die wir, denen wir Tickets verschafft haben für das ETFS, äh, haben sich gefreut und können ja auch mal da lassen, wie sie es genutzt haben, was sie geschaut haben. Vielleicht ist da noch was Cooles dabei, was wir mal rezensieren sollten. Und ansonsten gucken wir mal, was morgen in der Sneak läuft. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.